Oh, nicht gut, wenn ich da lang fahre, weil ich kriege ich ziemlich auf die Fresse. So. Nee, ich muss weiter da lang. Geradeaus. Oder nach links. Blinker setzen ist heutzutage auch nicht mehr Pflicht. Ja. Cockfights, ja. Finde ich gut. Oh, scheiße. Okay, sie schießen schon mal nicht auf mich. Die könnten aber auf mich schießen. Oh, Hänger. Vorfahrt gewähren. Da ist keiner. Oh, ich dachte, jemand verfolgt mich. Oh, oh, ups. Grafikspacks. Lädt. Lädt. Ja. Hänger. Woo. Meine Freunde, ich möchte. Hm? Was ist nun? APR. Moment. Ich brauche Ihre Waffen, Mann. Ja, ich hab dir gesagt, du letztes Mal, du brauchst ein T-Shirt. Oder ein Hemd. Ist mir eigentlich wurscht. Hier dieser Fernsehbericht. Bilder von Kindern, die an der Uhr stehen. Sehr traurig. Wenn die Menschen das sehen, wird es ihnen das Herz brechen. Sie werden helfen wollen und Geld spenden. Nichts davon wird bei den armen Kleinen ankommen. Naja, zuerst schnappen wir es uns. Wir wissen, wie sowas geht. Natürlich wissen sie das. Wo ist er denn? Ah, boah. Was ist das? Meine Geheimwaffe. Oder so nicht. Wer ist das? Wollen Sie einen Job? Wir hätten einen. Sagen Sie es ihm. Wir haben rausgefunden. Ich hab's rausgekriegt. Ich, Kwasi. Ja, okay. Dass die UFLL unsere Nachbarn im Westen erpresst. Das geht um Medikamente. Fies, oder? Unsere Nachbarn haben etwas Erdgas gekauft. Das ist auf einem Zug, der im Bahnhof festhängt. Der Plan, Tankwaggons hochjagen und Deal platzen lassen. Das Bahngelände ist etwa 1,5 Kilometer westlich von Pala, direkt am Rand der Wüste. Wir möchten, dass sie zum Bahngelände gehen und die Erdgaswaggons in die Luft jagen. Es gibt nur ein Problem. Die Tanks sind ziemlich stabil. Sie müssen mitten rein und Sprengstoff benutzen. Ohne Züge keine Medikamente. Wie schade. Es ist ganz einfach. Ja. Gehen Sie zu den Gleisen und zerstören Sie die Erdgaswaggons. Ganz einfach. Werden wir noch sehen. Erstmal her mit dem Geld. Seien Sie clever, das ist eine Geheimmission. Das heißt, jeder ist ein Feind, sogar die APR. Ja, das kenne ich. Ich miete eure Leute einfach mit um, wenn die mir im Weg stehen sollten. Jetzt wird mir meine coole Freundin wieder einen coolen Vorschlag machen, wie ich das denn lösen könnte. Und da geht's ab. Warten wir ab und suchen einen... Eine Bushaltestation da hinten. Lalala, ja. Hallo, Freundin. Ich muss mit dir reden. Wir treffen uns östlich des Bahnhofs. Ja, du musst immer mit mir reden. Ich möchte aber nicht mit dir reden. Östlich des Bahnhofs? Ja. Ja, auf jeden Fall muss ich da mit dem Bus fahren. Oh, falsch. Da. Nee, hä? Ach, da! Da ist der Bus. Der Bus. Ah, ja. Ja,
Ja. Jupp. Einer dieser Clowns, ey, wenn ich das lese. Oh, ich habe schon wieder vergessen, hier diese verdammten Ladedinger zu tun. Nee. Nee, speichern will ich nicht. Ist hier irgendwas in der Nähe? Ist hier irgendwas in der Nähe? Nein, natürlich nicht. Ja, es liegt auf dem Weg. Und da ist ein Waffenladen! Das ist schön. Genauso wie dieses Ding. Ich fahre einfach voll durch. Wird schon hinhauen. Nein! Ich habe hier einige Turbulenzen. Hallo. Halt, stopp. Nein, das ist zu nah. Hallo, Freunde! Oh. Ah, ihr seid stehen geblieben. Was ist das denn? Ey, das habe ich noch nie gesehen, dieses Ding. Nehmen wir mal die Schrotflinte mit. Was zum Geier ist das denn? Nee! Wie geil ist das Ding denn? Oh! Oh! Oh, leck. Aber das Ding hat was. Aber ich bin voll falsch geflogen. Ups. Ups. Bin ich denn weit gekommen? Oh. Relativ. Nur halt in die falsche Richtung. Wo ist dieser Pimmel? Ja, er hat mich gesehen. Ich bleib da erstmal stehen. Ja, er hat mich gesehen. Wie automatische Waffen. Oh. Automatische Waffen. Was ein Wichser. Was ist das denn? Sie reinzubringen ist einfach. Über die Berge, durch die Wüste. Viel schwieriger ist der Transport im Land. Wenn sie dich anhalten, musst du sie bestechen oder erschießen. Schlecht fürs Geschäft. Sobald die Ware im Land ist, willst du sie möglichst schnell abliefern. Soll sich doch der Kunde damit rumschlagen. Wie geht's am Transport weiter? Vor 6 Monaten habe ich Mbantuwe 300 Kilo C4 geliefert. Er hatte ein Dutzend tote Männer dabei. Und das C4 in ihre Leichen gesteckt. Dachte wohl, dort sucht niemand. Clever. Okay.
Ein Schakalband. Ich hätte gern alle diese Bänder. Hä? Lebst du noch? Willst du mich verarschen? Du bist tot. Nee, merk dir das. Du bist tot. Ja, das Lager da, das kleine könnte ich auch noch. DJ, sein Name war TJ. Das egal, ihr Tod. Ich äschere den Kerl ein und wenn's das letzte. Was geht da denn ab? Schnell weg, ey. Ich will damit nichts zu tun haben. Die rasten ja komplett aus. NMG-Stellung. Hallo? Ist hier jemand? So, das dürfte für Ablenkung gesorgt haben. Halt, stopp! Wo ist der Koffer? Wo ist der Koffer? Verdammt! Geh raus! Dazu hatte ich was gesagt. Los, her damit! Meins! Oh, was das heißt! Munition. Haben die hier zufällig noch einen Wagen? Ja. Perfekt, alles brennt. Nein. Oh, verdammt. Der Spacken folgt mir. Ah, geh weg. Boah, warum lädt das denn? Parken! Wo ist er? Egal, schnell ins Haus. Dann mal los. Was bist du für eine? Mit der APR. Ich könnte dir helfen, wenn du mir auch hilfst. Ja. Da ist eine Rinderfarm. Ah. 1 Kilometer östlich. Hm. Ein Funktionär der Front lebt da. Bring ihn. Ein komplettes UFLL-Platoon sitzt in diesem Moment in einem Zug. Aber dieser Mistkerl auf der Farm hat ihnen befohlen zu warten. Er will sie verleihen, um sich was dazu zu verdienen. Die Männer müssen jetzt ausrücken. Der Kommandant dieser Truppen ist ein wertvolles Ziel, ehemaliges Gurkha-Regiment. Ein harter Kerl. Ich nehme den Mann heute aus dem Spiel. Der Zug wird entgleisen. Dann gehe ich rein und sorge dafür, dass der Gurkha tot ist. Das bedeutet, ich werde mittendrin sein, falls sich die Überlebenden neu formieren. Allein schaffe ich es da nicht raus. Ich werde eingekesselt sein. Du musst da hinkommen und mir Deckung geben. Ja, das... Es klappt nur, wenn der Pirat auf der Fahrt tot ist. Müsste ich schaffen. Ich kann ihn fast riechen. Wir halten den Abstand und suchen ihn. Friss! Noch einer? Coole Waffe, aber... Sag ich nur dazu. Warte mal.
Ich mach das mit dem Funktionär. Kameradenmissionen sind sowieso besser, die geben spezielle Boni später. Und ich fahre rechts lang. Dann kann ich auch noch einen Spähposten, ja, einen Spähposten, einen Wachposten ausspähen. Oder vernichten wie er oder so. Oh. So. Fahren kann ich anscheinend nicht richtig und jetzt kommt der Wachposten. Oh, leck. Mitten, wo ich ihn jetzt überfahren werde. Wer möchte was von mir? Die Waffe ist gut.